So, herzlich willkommen. Es ist Samstag, 15:45 Uhr. Hier gibt es jetzt einen kleinen Rückblick auf die letzten ein, zwei Wochen. Der Ausblick mit neuen Charts folgt erst morgen. Und hier wird jetzt erstmal einiges eben aufgeräumt, aber allerdings eben nochmal kurz eben gezeigt, was in den letzten Wochen, wo Widerstände gelauert haben, wo sie dann wirklich hingelaufen sind, exakt, und wo sie dann womöglich abgeprallt oder wo es trading-technisch was machbar gewesen wäre und auch war dann. Ja. Fangen wir hier mit dem DAX an. Ein bisschen älterer Chart. Das war aus dem Wochenchart raus. Das Signal wäre hier erst oberhalb der 10.450-Marke. Gibt es ein definitives Kaufsignal. Wenn auch die US-Märkte eben mitspielen, das eben unter Vorbehalt, aber da hat sich eben der DAX ja in den vergangenen ein, zwei Wochen etwas, ja, eine relative Stärke ein bisschen im Prinzip aufgebaut. Ja, aber wirklich nur eine kleine erstmal, wenn sich die eben dann nach oben auflöst, kann eben der DAX ja locker auch gegen den US-Markt nach oben gehen. Natürlich, wenn die US-Märkte crashen, dann natürlich nicht. Aber deswegen auch hier erstmal, der DAX ist jetzt erstmal neutral. Hier, wenn man noch was anderes zeigen kann, was hier in den unteren Zeitebenen möglich war, aber erstmal hier dieses Setup, was hier an dem Tag nicht gestartet ist, das folgte eben eine Woche später. Und dann auch diese Pfeile waren so eingezeichnet, nichts im Nachhinein, ja, geschortet, dann konnte man long gehen und ab dem Zeitpunkt war immer wieder zwar betont der DAX long, aber da war jetzt hier nichts mehr groß zu holen. Zu dem Zeitpunkt dann wieder in Aktien geswitcht, welche dann auch hier tagtäglich vorgestellt worden sind. Eine Volkswagen ist als erstes in das Kursziel gelaufen, also wirklich sagenhaft, aber wie gesagt, ich brauche jetzt nicht alles wiederholen. Dann eben eine Heidelberg Zement war hier auch hier empfohlen, also mein Einstieg war möglich zu Wochenbeginn, wurde auch auf dem Desktop von JFD, auf meinem Desktop oder auch auf dem Godmode Trader veröffentlicht, also genügend Informationen waren da erhältlich. Hier drüber geschossen. Ich werde das jetzt hier rausnehmen. Wie gesagt, der erste Lauf war perfekt. Kleinen Rücklauf kann man jetzt hier womöglich erwarten, wahrscheinlich kein Gap Close und dann womöglich noch ein zweites heranlaufen, aber das sollten jetzt jeder, der jetzt hier investiert ist, selbst entscheiden. Dann noch eine Apple, die analysetechnisch ja perfekt aufging noch, vor den Zahlen war der Weg nach unten gerichtet, dann im Prinzip war das ganze Gap mit den Zahlen möglich, das Kursziel wie gesehen eben auch erreicht und alles. Nochmals betont, die Pfeile sind nur an dem Tag, wo die Analyse veröffentlicht wird, so gelegt worden und danach nicht mehr geändert. Hier die Deutsche Post hat jetzt fast noch am Freitag das Kursziel erreicht. Auch hier Stopp liegt schon weiter oben oder gegebenenfalls auf Einstand. Das waren jetzt hier die drei Setups, deswegen erst Analyse aus dem Wochenchart, dann Tageschart, also im Tageschart im DAX nichts ging, eben letzte Woche, wo ein klareres Bild war auf Aktien umgesiedelt. Im Forex-Bereich gab es hier im Prinzip einiges. Ein Euro, australischer Dollar war, wenn man hier unten den Stopp gelassen hat, genau an dem Setup hier an dem Kursziel dann abgeprallt, allerdings war hier der Stopp nachgezogen worden. Plus minus null Trade ist es hier geworden. Im Brent war das hier nur grau, da haben Bedingungen gefehlt, deswegen ist es nicht aktiviert worden. Genauso wenig wie beim WTI, da wurde hier auf eine Umkehrkerze gesetzt in dem Unterstützungsbereich, die erfolgte nicht. Wie gesagt, es gibt auch dann zu den Charts immer wieder Videos, immer wieder dort erklärt. Ich kann nicht alles aufschreiben, wie ich das jetzt hier handhaben würde, aber in den Videos immer wieder ausführlich erklärt. Das sieht jetzt hier genauso wie jetzt bei Brent
Womöglich. Also Prince sieht hier wirklich nach einer Umkehrkerze aus. Ein Rücklauf definitiv denkbar. Also hier nichts mit Shorts mehr. Das ist jetzt hier nur ein erster Einblick. Also hat man hier jetzt diese Seite fertig. Einzig, wo gar nichts ging, ist hier Borussia Dortmund. War etwa hier zu dem Zeitpunkt. Da geht nichts. Hier an den Pfeilen wurde auch nichts gedreht. Der Einstieg erfolgte hier, Ausstieg, der erste folgte hier, der zweite hat bei 2000 Punkten wegen 30 nicht geklappt. Allerdings Videos, wie gesagt, das ist hier der Widerstandsbereich, frühzeitig eingezeichnet, immer wieder betont. Hier sollte man Gewinne mitnehmen oder Neueinstieg dann hier unten. Beim Nikkei wurde auch nichts geändert. Hier folgte dann gestern in genau mehr oder weniger diese Kerze, diese Bewegung vielleicht vollendet. Und da dürfte nächste Woche eben auch eher die Aufwärtsrichtung sein. Das ist ein Setup, was nicht in, das, was in die Hosen ging, was nicht aufgegangen ist. Das dürfte aber im Prinzip das Einzige sein. Australische Dollar, kanadische Dollar waren in der letzten Woche Short, dann Long. Dann gab es hier nochmal ein Long und liegt im Plus, beziehungsweise wer hier wirklich den Stopp da eingesetzt hat und nicht auf Schlusskursbasis ist mit Plus minus 0 raus. Das waren dann auch diese Setups hier, den Unterstützungsbereich. Da gab es einen Abpraller, dann hier mehr oder weniger unten. Hier muss man aber jetzt klar sagen: Montag aufpassen. Ich habe das mir da eben angeschaut. Das könnte hier was zu Ende sein. Es muss kein neues Tief sein. Wer also investiert ist, Stopp auf Einstand und abwarten bzw. Teilgewinne mitnehmen. Was mehr als perfekt lief, war dann im Prinzip auch Gold. Unterstützungsbereich immer wieder betont, dürfte zu Ende sein. Hier die Kurslimits einmal, zweimal angelaufen. Extremfall, wie gesagt, habe ich hier gesagt, verkaufen. Neueinstieg wäre möglich gewesen. Und ja, hier die Aussagen, durfte nicht mehr unter die 20 Dollar fallen, kam leicht, also minimal unter die 20, 4 Cent runter. Also hat auch die Aussage gestimmt, wird höchstwahrscheinlich nicht mehr unter die 20 US-Dollar fallen. Also hier am Ball bleiben. DAX hat man besprochen. Und diese Setups liefen nur halb mit, weil die Rewe ein älteres Setup war. Da wurde auf dieses Hoch spekuliert, ein Rücklauf, aber da eben Gold sehr bullisch ist und immer wieder hier betont, es gibt hier ein neues Hoch und der dürfte jetzt hier auch ein neues Hoch nochmal geben. Also die Stop-Buy-Marke plus das war richtig und jetzt ein neues Hoch und dann dürfte vielleicht eine größere Korrekturbewegung anstehen bei der Randgold. Facebook hat gute Zahlen gebracht, das ist ein älteres, deswegen wie gesagt, das lief jetzt außer Konkurrenz mit, der genau ein ja, Fibonacci-Retracement erreicht gehabt, davon ist abgeprallt und als es hier ein neues Hoch ging oder hier schon nach der Kerze, war fast klar, es geht nach oben. Dann mit guten Zahlen, also die Geschäftszahlen sind wirklich von Facebook sehr, sehr gut. Wenn man hier den langfristigen Chart sieht, ja, eine Erfolgsstory schlechthin. Und das war es jetzt auch mit dem Rückblick. Ach, eines noch vergessen. Die Allianz hat mehr oder weniger auch das 80-Euro-Kursziel erreicht von Einstieg hier unten. 86, 68 im Hoch, ja, 10 Dollar für einen DAX-Wert, gute oder 15% waren drin. Danke fürs Zuhören. Wie gesagt, der Ausblick: Jetzt ist Samstag, wird vielleicht erst dann auch am Sonntagabend möglich sein. Kommt darauf an, wann ich an den Rechner wieder komme. Jetzt werde ich auch erstmal das Wetter genießen. Bis dann. Tschüss.